Heute bewerten tun wir Stallunior. Haben sich bestimmt viele schon drauf gefreut, nehme ich mal an, zumindest in Kommentaren zu entnehmen. Ja, Stallunior entwickelt sich auf Level 32 zu Stolrak und schon auf 42 relativ bald zu Stolos. Hat sich schon finden lassen im alten Fluchtweg, relativ selten, aber existent. Die zweite Generation, in der man es überhaupt finden kann, nach Höhen. Ja, wir sehen, die Fähigkeiten sind absolut gleich geblieben. Robustheit ist, ja, wohl klar. Das brauche ich wirklich nicht näher zu erläutern. Steinhaupt verhindert Rückstoßschaden bei Rückstoßattacken. Und Schwermetall verdoppelt die Init. Nicht den Basiswert Init, sondern die Init an sich. Aber natürlich ist bei Stolos die alles überragende Fähigkeit Steinhaupt. Und warum nun? Dazu kommen wir gleich. Zunächst hartes Wesen. Spezialverteidigung hinkt sehr, sehr hinterher und Init auch. Aber wichtig ist, dass man den Angriff noch ein bisschen supportet. Verteidigung passt so. Er hat dann auch 2-4 verschwunden. Das muss man auch bedenken und muss ihn deswegen ein wenig hegen und pflegen. So, wie gesagt, Steinhaupt verhindert Schaden durch Rückstoßattacken. Das bedeutet, Stolos kann Kopfstoß ohne Probleme einsetzen. Wenn es Kopfstoß einsetzt, hat es eine massive Attacke und er leidet, wie gesagt, keinen Rückstoßschaden. In Verbund mit dem so oder so sehr, sehr hohen Angriff ist natürlich absolut mächtig. Dann noch Rambos als wiederum Stahlattacke dazu. Das funktioniert eigentlich so ähnlich wie Gyroball, beziehungsweise genauso. Je nachdem. So, entschuldige die kurze Unterbrechung. Wie gesagt, er macht massiven Rückstoßschaden mit Kopfstoß. Und wie gesagt, Rambos funktioniert so ähnlich wie Gyroball. Abhängig vom Gewicht macht er enormen Schaden. Was wiederum bei Stolos hohem Gewicht sehr, sehr durchschlagend ist. Als weitere Attacke hätte ich dann auf jeden Fall Erdbeben dazu nehmen. Dann hat man mit Kopfstoßgestein und Erdbebenboden große Variationen, was man erledigen kann. Man kann alternativ zu Erdbeben noch Toxin nehmen. Mit der hohen Verteidigung eignet sich natürlich auch gut als Staller. sorry, Tanker. Und ja, dann haben wir mehrere Optionen eigentlich. Man könnte Naschschweif nehmen, weil der Wasserattacke bedeutet sich Stärke. Wäre nicht schlecht, könnte er auch die Boden-Pokémon mit erledigen. Man könnte Autotomie nehmen, eine relativ interessante Attacke, denn dadurch ist es tatsächlich so, dass die Init sich verdoppelt. Was er natürlich deutlich gut gebrauchen könnte, würde auch die Fähigkeit Schwermetall dann gut ersetzen. Oder man könnte auch mit Delegator spielen. Die KP sind zwar nicht so hoch, aber es wäre auch eine Möglichkeit. Ich persönlich täte dabei Autotomie bleiben. Und als Attacken Überreste bzw. Wahlband, damit dürfte man relativ gut klarkommen. Ja, ich heiße euch ganz, ganz arg herzlich willkommen hier bei Pokémon Weiße Edition 2. Mit dem Wandel der Jahreszeiten wandelt sich auch die Landschaft, die man aus dem Fenster eines Flugzeugs bestaunt. Und ändert sich das Klima, ändert sich auch der Baustil. Ja, ich hoffe, euch hat der letzte Part mit Bernie gefallen. Wollen wir wieder was anderes? Es ist wie bei Domi und mir im Laufe der Zeit, wird man immer selbstständiger und kümmert sich dann immer mehr um sich selbst. Genauso bei ihm jetzt, der jetzt auch einen sehr guten YouTube-Kanal hat, aber man kann ja trotzdem ab und zu mal was zusammen machen. Und dann schauen wir uns doch mal kurz den Janusberg an. Zunächst sei gesagt, ich werde den Außen- und den Innenbereich vom Janusberg zusammenfassen. Der Janusberg ist wenigstens ein riesiger Vulkankomplex, damit sehr, sehr cool. Ja, das Besondere ist wohl am Janusberg, dass es in der Pokémon Schwarzen Edition 2 der Vulkan erloschen ist und in Weiße Edition 2 ja noch aktiv ist. Auf den Außenbereichen wächst und gedeiht jedoch alles schön vor sich hin.
Da haben wir auch eine hohe Pokémon-Variante in Pion Scora 30%, trifft Sepili 20%, schon vor Drifton sieht man ihn. Knackleon 15% kann man auch hier finden, während die Wüste zu selten war. Und Panzereron 5%, was Geraldine im Challenge-Mode hat, beziehungsweise Hürden-Modus. In Schwarz 2 kann man Spoink zu 20% finden. Und Kreuz zu 10%, der Weiß 2 kam auf zu 20% und Kamerup zu 10%. Heißt, das sind Editionsexklusive. Es gibt auch das hohe dunkle Gras. Dort ist eine ähnliche Fangrate und das Panzereron etwas häufiger. Anzulöffen ist mit 15% und statt Knackleon kann man hier wie Brava finden. Allerdings dazu 5%. Zudem sind die Vorentwicklungen von Kreuz und Kamerup nicht enthalten. Dafür findet man sie auf relativ hohen Leveln. Dann kommen wir weiter zum Inneren, beziehungsweise noch ganz schnell, Ordoch erscheint im reichen Gras hier zu 100%. Nur wenn man im Inneren kommt, ihr hört jetzt schon Unterschiede in den Tracks, also sogar die Tracks sind hierfür unterschiedlich. Das ist jetzt der aus Pokémon Weißer, das davor war der Track aus Schwarz 2. Ja, im Vulkan drin kann man Phlegnus 35%, Sedimantur 25%, Pionscorer 15% und dann die... Das gewohnte Muster, Spoink 20%, Kroink 5% in Schwarzei und in Weiß 2 Kamaup 20%, Kamerupt 5%. In der Staubwolke Stalobor zu 100%. Ja, ich würde jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich werde euch noch einen tollen, mehr oder weniger Zauber führen durch diesen Vulkan durch. Wenn wir ihn erreichen, ist echt toll. Aber für den Moment kann ich euch nur die Daten geben und ich sagen, freut euch drauf, der ist richtig geil. Nun. Dies ist keine offizielle Route, sondern dies gehört zum Janusberg, wie ihr schon gemerkt habt. Also deswegen ist das hier relativ interessant. Vor allem, weil... Oh! Okay, ich hatte gerade nicht ganz im Kopf, dass Kamaup schon Boden ist. Ich war für einen Moment der Annahme, dass es Kamerup Boden sei, aber... Gut, ist nur die Frage, was mache ich jetzt? Ich probiere es einfach, komm. Ich kann nun, ist ja jetzt nicht so schwach, aber ja. Bäm. Ja, ich weiß, es ist nicht sehr effektiv, ist aber okay. Oh, okay. Vielleicht hätte ich doch gegen irgendwas austauschen sollen, was mich nicht potenziell vernichten kann. Scheiße. Okay, das war jetzt nicht ganz so gut, gebe ich zu. Aber ich wollte dieses Kamaup eben unbedingt erledigen. Ja, was hier interessant ist, also wie ihr auch schon aus dem kleinen Bildchen gesehen habt, arbeitet dieser Janusberg mit Innen- und mit Außenbereich. Noch kurz das Wort zu Monsentiero. Es ist genauso komisch als die Panayero City, eine sehr, sehr kleine Stadt, die nur nichts außer einen Flughafen hat, was natürlich auch den Verdacht weckt, dass hier praktisch Mitarbeiter von diesem Flughafen traditionell hier arbeiten. Warum sie allerdings in Lehmhütten wohnen, weiß ich da wiederum nicht. Das soll wohl die Tradition ausdrücken. So, kämpfen mal mit diesem Fahrradfahrer. So, ich sehe, da gibt es wieder viele neue Pokémon, die es zu fangen gibt. Ich muss sagen, ich finde diesen Ort extrem geil. Das sind übrigens die Untergründe. Schaut die euch mal an. Sehr, sehr cool, oder? Ja, damit ihr einfach, wie gesagt, allgemein sagen, dass das einer der besten Orte in diesem Spiel ist. Da hat man sich enorm große Mühe gegeben. Genauso wie in diesem Vulkan, was ich euch ja schon gezeigt habe. Dort ist es ja wirklich so, dass es Unterschiede gibt, ob man jetzt... ich guck mal, ob das mehr machen würde. Dass es wirklich Unterschiede gibt, ob man jetzt schwarze Edition, zwei weiße Edition, zwei Spiele, das ist relativ enormes sogar. Das sieht wirklich ganz anders aus. Und dieser Außenbereich ist auch sowas von episch, also da bin ich ein großer Fan von. Fahre ich das in... Okay, dann reden wir mal mit der, die hat einen Affenzahn drauf, findet ihr nicht auch? Also teilweise denke ich mir schon, hoppla, und dann fährt sie auch nur noch im Kreis. Ich meine, ich fahre jetzt selbst kein Fahrrad, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Aber ich kann schon verstehen, wenn man das benutzen möchte, um von A nach B zu kommen. Aber das wirklich in einem Radius von nicht mal einem Meter im Kreis rumfährt. Ich weiß nicht ganz, was dort der Sinn und Zweck sein soll. So.
Unser Freund war Sasnoob, das wieder glaubt, es müsste Scanner einsetzen. Das haben wir jetzt im LP noch nicht so oft. Oh, jetzt du mir auch noch mit meinem Verhöhner meine Donnerwelle sperren. Sehr unnett. Unlieb. Würde jetzt, Juli sagen. Also Domis Freundin. Wer, Marika wie Kess und Jack gesehen hat. Und wisst ihr, was ich mit nervig meinte? Genau das. Dieses Viech kann echt eine Pestbeule. Ah, endlich kriegst du einen Scanner daneben. Ich hoffe einfach, es reicht. Weil natürlich Elektroball bei Magneson relativ niedriger Init nicht so stark ist, aber passt sehr, sehr gut. Und ich würde jetzt erstmal mit Magneson noch ein bisschen kämpfen. Ich glaube, dass Serpi Royal hier nicht so ideal ist, brauche ich nicht zu erwähnen. Ich meine, wir sind hier vor einem Vulkan, also da. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal hier selbst zurechtfinden. Okay, Panzer-Ehren, das ist relativ selten, kam jetzt schon, gut. Muss ich nicht mal nachsuchen. Ich tue es aber leider nicht ins Team, ansonsten wird es jetzt echt geil. Ist natürlich auch eine gute Option, aber da ich schon Magneson habe, lasse ich das. Wobei, ich sage immer wieder, wenn Stahl nur sozusagen als Sekundärtyp gilt, kann man da ruhig, auch mal zwei im Team haben. Also beispielsweise Magneson und Lucario würde jetzt gut gehen, weil Magneson verkörpert mehr die Elektro-Seite und Lucario mehr die Kampfseite. Und ist Stahl einfach ganz gut, um einen noch gute Resistenzen zu geben. Natürlich kommt auch eine Bodenschwäche beispielsweise dazu oder eine Feuerschwäche, aber im Großen und Ganzen gibt einem Stahl gute Resistenzen. Natürlich auch eine Step-Attacke, die jetzt nicht so stark ist, aber ja. Ich bin größtenteils damit sehr zufrieden und heilige. Halleluja. Was geht denn jetzt hier ab? Das ist ja Luxus. Genau, und der Janusberg ist einfach so eine Sache, was ich lange, lange vermisst habe in Pokémon. Weil, um es zu erklären, Rubin Saphir hat damit angefangen, Vulkane einzuführen. In Feuerrot. Quatsch, in Rubin Saphir gab es noch keinen Vulkan an sich, da gab es doch diesen Schlotberg, auf den man hoch konnte. Aber der war nicht so gut, muss ich ehrlich sagen, weil man eben nur oberflächlich da war. Es war natürlich was Neues, das war gut daran, aber ja. Und es war dann besser gemacht mit dieser Basis innerhalb vom Vulkan, wo man auch hinabsteigen konnte. Also das war auf jeden Fall. Im Größten und Ganzen, Zeitspar hat ein sehr gutes Gesamtpaket, das hat mir dann auch gut gefallen. Dann wurde es ein bisschen anders. Übrigens, das habe ich privat erst nicht gefunden, das ist relativ fies. Wie komme ich denn? Ah ja, genau. Hier muss man hin, dann findet sich hier ein Pokéball, der ist so schwer zu sehen. Deswegen gibt es eigentlich diesen Ausgang hier, weil das sieht man das erst. Und es ist die TM30 Spukball. Geist 80 Stärke Spezial. Kann man ganz gut einsetzen. Aber ich habe im Moment kein Pokémon, was es gebrauchen könnte. Daher, ja. Und wir sind nun im Bizarro-Haus. Dann werfen wir doch einen kurzen Blick auf das Bizarro-Haus. Wird doch nicht zu viel verraten. Die Spannung ist auf jeden Fall hochzuhalten. Es ist noch viel Interessantes dort zu erwarten. Wichtig ist zu wissen, dass es ein wichtiges Item im Inneren gibt und dass Gegenstände sich bewegen, wenn man eine Tür betritt. Vor allem kann man ja Radikal zu 15%, Golbat und Banette ebenso. Richtig, kein Schuppert, sondern schon Banette. Lichtel 30%. Als man es mit Tony Simonson nicht getan hat. Mollymore war 20%, Monosito 20% und noch die Weiterentwicklung kann man fangen. Hypnomore war 5% und Mythodos 5%. Kann man uns die Weiterentwicklung schon relativ hoch kriegen. Und ansonsten ein sehr genialer Raum, der eine perfekte Alternative zu einem Turm des Himmels da bietet. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, schaut selbst rein. Und das meine ich mit epischem Soundtrack. Dieses Spiel hat endlich wieder einen richtig epischen Soundtrack. Wo in Schwarz und Weiß viel monoton geklungen hat, ist hier einfach nur Epicness. So, ich werde mein Gespräch über den Vulkan kurz zurückstellen, indem ich einfach ein paar, also nochmal abschließend sagen möchte, was die Vulkane in
Wobei, also in Höhen angeht, war ich doch relativ zufrieden und das hat Großes versprochen, weil ich bin ein Fan von Vulkangebieten. Ich fand es immer geil, wenn ich einen Dungeon Siege Vulkan hatte, in Baton Caters, in Mario, Super Mario, ich finde es die Vulkanwelt, geht das wie Donkey Kong Country 2, die Lava-Welt. Danach gab es ja keine mehr in anderen Donkey Kong Countries. Oder in The Ocarina of Time, The Dongos Höhle oder der Feuertempel. Also das finde ich einfach geil, weil es ist schwierig, aber da kommt echt immer eine geniale Atmosphäre rüber. Deswegen habe ich mir sowas bei Pokémon gewünscht und das wurde dann tatsächlich erfüllt, aber das werde ich zurückstellen, wenn ich dann tatsächlich im Vulkan bin. Nun genießen wir das hier erstmal. Also, wir sehen hier, es sind einige Ausgänge versperrt, zu denen wir nicht hin können. Es gibt ja auch wilde Pokémon, die habe ich euch ja am Anfang gezeigt, aber, also am Anfang wurde ich es noch ausgezeigt, aber ich wollte natürlich nicht zu viel verraten, weil das hier mit ganz geilen Sachen arbeitet, die man am besten erst hautnah miterlebt. Wenn ihr, wie gesagt, Monosito wollt, könnt ihr es hier fangen. So, hier oben ist auch versperrt. Wie kommen wir nun hier weiter? Der einzige, mit dem wir gehen können, ist diese Stufe nach unten. Da machen wir das einfach mal. Und ich finde, wie gesagt, die Atmosphäre, die erzeugt wird, ist wirklich richtig genial. Weil immer wieder ein paar Leute sagen, zwischen Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß-2G lebe kein so großer Unterschied. Aber doch, das tut es. Und ich möchte euch nochmal sagen, Leute, ich bin nicht auf dieser Welt, um Pokémon Schwarz und Weiß nicht so zu mögen. Ja, ich habe meinetwegen das Gefühl, dass sie mir unterstellen, ich würde mit Absicht nach Sachen so ein Spiel schlecht zu reden. Da hätte ich doch überhaupt nichts von. Ich bin ein großer Pokémon-Fan und möchte es so bewerten, wie es ist. Und deswegen, gerade an solchen Sachen, diese mysteriöse Musik, die ganzen Bandsticker, hatten wir nicht gerade einen bekommen? What the fuck? Nun ja, zu diesem Pokéball kommen wir nicht hin. Da brauchen wir gar nicht erst probieren, da kommen wir anders noch hin. Aber ja, einfach, hier wird nochmal ganz anders Atmosphäre, als eine Atmosphäre, wie ich sie bei Pokémon gemocht habe. Und ich finde fast, dass dieses Spiel Atmosphäre am besten erzeugt von allen bisher. Ich möchte da jetzt nicht die alten Pokémon-Spiele kritisieren, weil es war noch auf andere Systeme. Aber dieses Mal merkt man bei dem Soundtrack erstmals, dass es... Oh, das war ein fieser Move-Licht. Das war fies. Dass es erstmals wirklich mit ja, Sachen arbeitet, die sehr viel Atmosphäre erzeugen sollen. Davor, zum Beispiel in Generation 2, waren die Checks einfach nur epic. Die waren einfach richtig, richtig cool. Aber da merkt man diesmal wirklich, dass man mehr daran interessiert ist, Atmosphäre herzustellen. Wie in einem guten RPG. Das registriere ich jetzt übrigens mal, damit ich hier schneller hinkomme. So, ein Feuerheiler möchte ich. Sehr gut. So, Detektor an, dann geht's hier weiter nach oben. Fällt euch was auf? Das war vorhin versperrt. Dafür ist das hier jetzt frei. Bedeutet, wir können diesen Raum nun betreten. Das machen wir dann auch gleich. Ich muss sagen, die wilde Rate an Pokémon habe ich gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Also privat kam da, glaube ich, etwas weniger, aber okay. Gibt mir mehr Zeit, hierüber zu reden. Aber ja, dass man einfach nicht nur versucht, gute Tracks zu erzeugen, so wirklich Atmosphäre zu schaffen. Oh, ein Trainer. Ohne Gesicht. Oh, jetzt doch wieder. Der war wohl erstmal ein bisschen kreidebleich, weil die Geister ihn so fertig gemacht haben. Ja, gut, Geister haben wir jetzt noch, haben wir jetzt keine gesehen, außer Lichtels, aber gut. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Einfach. Ja, und jetzt wechsle ich das, hat so keinen Wert, gegen den bin ich wirklich aufgeschmissen. Ja, komm. Komm mal, Arcani. Du bist dran. Genau. Und... Au. Oh. Einfach diese Tatsache hat mich schon sehr von diesem Spiel überzeugt. Das erste Mal, wo es mir so wirklich bewusst wurde, war da, wo wir in der Stratos-Kanalisation waren. Man hat natürlich schon davor grafische Verbesserungen gesehen, aber dass man wirklich mehr darauf achtet, Atmosphäre zu entstehen zu lassen und viele unterschiedliche Gebiete zu zeigen, das war dann doch mehr als offensichtlich und wurde stetig verbessert. So, jetzt können wir auch mal Wutanfall ausprobieren. Der Hintergrund ist extrem cool. Okay, überlebt. Das war jetzt wirklich nicht so gedacht.
Also ihr merkt schon, ich habe jetzt ein paar Probleme. Mein Level bin ich nicht mehr ganz so hoch. Dennoch, ja. Habe ich schon immer wieder Probleme, jetzt festzustellen, wann genau ich angreifen soll und wann nicht. Es ist auch noch mein physischer Angriff gesenkt. Was blöd ist, weil... Also meiner ist nicht direkt gesenkt. Ey, der geht hier drauf, wenn er jetzt nicht mal trifft. Könntest du mal bitte aufhören? Danke. Danke. So, Simvolara beißt ins Gras. Und ich halte ein bisschen das zurück, aber Halleluja. Das Simvolara war echt nicht schlecht. Da hätte ich auch Schaufler statt Wutanfall nehmen sollen. Ich wollte Wutanfall einmal ausprobieren, weil man dann relativ gut durchwagen kann. Ja, das sagt er es auch. Des Möbelstückes sich verschieben. Das war ja das, was ich auch gesagt habe. Und genauso ist dieses Haus, was seine Rätsel angeht, aufgebaut. Hier kommen wir jetzt nicht vorbei. Das heißt, wir müssen von oben gehen. Hier kommen wir nicht vorbei. Also, den Weg hier. Und dann versuchen, in das andere freie Zimmer zu kommen. Also, echt cool. Dieses Haus, das Bizarro-Haus, da hat man sich mal wieder große Mühe gegeben. Echt toll. Und ich habe das schon mal gesagt, ich finde es echt schade, dass gerade bei Iwata fragt, wirklich nur auf Multiplayer-Errungenschaften eingegangen wurden. Ich finde, gerade solche tollen Sachen, die das In-Game-Gameplay verbessert, ich meine, davon lebt dieses Spiel. Doch warum geht es nur um den Multiplayer? Ich check's nicht. Als ob das jetzt so hammer wichtig wäre. Also, sozusagen, dass das hier eine Voraussetzung ist und... Oh. Böse Träume immer und immer wieder. Böse Träume immer und überall. Vater, Mutter, wo ist nur mein Abra? Oh Gott, ist ein Geist? Nein! Oh Gott, ein Abra. Natürlich soll das eine Anspielung auf den Anime sein, auf Sabrina, aber... Oh, Traum, ich kann noch zu laufen. Und okay, hier gibt es zwei Wege. Scheiße, ich habe Angst. Ah! Oh Gott. Also, ihr merkt schon, jetzt geht die Post dann doch ziemlich ab. Was Grusel hier angeht, echt versucht wird, super zu. Sich super in Szene zu setzen. Dann verpisst du dich mal. Widerliche Ratte. Und dann werde ich auch den Part hier für heute an dieser Stelle beenden. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Beim nächsten Mal werden wir hier im Bizarro-Raum weitergehen und diesen Geist verfolgen. Bis dann.